Ach so, cool. Wow. Dieser Welt Gegenstände von anderen yeah, cool. Auf zu reden. Was? Ach, cool. Oh mein jetzt Gott. Halt dein Maul. Was kann ich jetzt hier machen? Ja, du kannst da Sachen, das ist wie so ein öffentlicher Markt halt. Okay, machen wir jetzt einen Gefährte. Oh mein Gott, ist das stressig. Machen wir jetzt einen Gefährte. Denkst du, die machen Leute auch was? Ja, klar. So verdienen die meisten Leute wahrscheinlich ihr Geld. Boah. Ja, jetzt machen wir einen Gefährte. Jetzt muss ich hier rein. Ja, ich auch. Ein ehrlicher Kämpfer. Wow, guck mal, der hat einen. Das Geschäft läuft cool, diese Woche ausgezeichnet. Hallo, Ashok. Wenn ihr einen Gefährten benötigt oder ja, irgendwas, cool, sieht der aus, hä? Boah, seine Stimme ist einfach. Du guckst ihn dir so an und dann kommt seine Stimme so und du denkst dir so. Ja. Okay. Ich wähle den Waffennah. Was hast du gewählt? Hund. Oder? Okay, drücken Sie I. Gefährten-Symbol, um den Gefährten zu öffnen. Aha, Alter! Wenn Sie Waffen nah an sich binden, können Sie nicht länger damit handeln oder es versteigern. Ja, wie nenne ich den jetzt? Ich habe meinen Buddy genannt, weil ich habe einen Hund. Oh, ist der cool! Aber wie hieß denn nochmal dieser eine Wolf bei Risen? Ach, keine Ahnung, ich nenne ihn jetzt einfach Rudolf. Rudolf, the red-nosed reindeer. Gotta have a shining nose. Geiler Tipp, ey. Ja, und wie kann ich den jetzt nochmal auswählen? Ah. Rudolf. Aha. Ja, wo bist denn du jetzt gerade? Ah, du stehst immer noch da. mit S, also mit S kann ich den jetzt, mit Dreierles S kann ich den jetzt hier irgendwie gefährden. Mit was S? Mit Dreierles S. Scharfes S, wie auch immer du, wie du auch immer du es nennen willst. Was hast du vor davor? Sag nochmal das Wort davor. Dreierles S. Hallo? Was? Das hat meine Mutter das immer so gesagt. Noch nie gehört. Echt nicht? Noch nie. Dreierless S. Guck mal, mein Hund. Ja, jetzt warte mal, wie tust du den warte, spawnen lassen? Wie sprichst du das aus, Dreierless S? Ja, wie, also nicht drei, sondern Dreierless. Also, Dreierless S. Dreierless. Ja. Dreierless. Ja. Geil, das ist verwirrend, Alter. Also, du kriegst auf Dreierless. Ja, ja. Und dann unten rechts rufen. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der. Ach, guck mal, da ist Rudolf. Wo? Hinter dir. Ja, wo? Der, wo hier rumläuft. Ist keiner. Hey, das ist kein Hund, das ist ein Typ. Hey, du bewegst dich auch nicht, warum stehst du nur rum? Ich hab die Verbindung zum Server wurde getrennt. Hey, warum? Keine Ahnung. Okay, wahrscheinlich, weil ich Rudolf zu krass gerufen hab. Okay. Rudolf hat einfach alles zerfickt, Alter. Ja, jetzt Moment mal ganz kurz. Hüfte, was kann ich dir denn geben? Zähl mal kurz, ich muss mich gerade erstmal neu anmelden, ja? Jetzt. Ja, ich check grad nicht, was ich dem geben kann, oder nicht? Ja, du kannst den so veredeln. Ja, aber mit was? Warte mal kurz. Ich bin gerade dabei. Das wäre so eine Sache. Übelst geil, aber ich habe keine Ahnung, wie ich den. Ah. So, super. Da sind wir Welt betreten. Wie trainiert man wohl? Das ist ein toller Sound, oder? So, und da sind wir auch schon wieder. Wo ist jetzt dein. Bist du jetzt rausgelaufen? Ach nee, wir sind nicht. Ich stehe hier drin. Achso, du bist in einer anderen Instanz jetzt wieder, oder was? Komm ich jetzt wieder. Welche Instanz bist du gerade? Ich bin gerade Instanz. Ich kann aber nicht die Instanz wechseln gerade. Instanz 8. Wo bist du in welcher? Ich kann nicht wechseln, tut mir leid. Welcher bist du? Wenn ich M und dann Instanz. Ja. Wie trainiert man wohl Nummer 18. Würfel? Ich kann aber erst in eine Minute ändern. Ich bin ja, in Instanz dann 8. Bin ich jetzt in deiner. Ah, bist du drin? Ja, ich bin gerade hier drüben bei dem Händler, weil das sagt meine Quest. So, jetzt soll ich. Ja, wo bist du? Ich spawn gerade. Hey Leute, ich bin. Oh, hey, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ja, wo bist du? Ich bin ganz woanders gespawnt, Moment.
Rudolf, kannst du eigentlich auf mein Pferd? Nee, ah, das despawnt jetzt, okay. Ja, ich komme mal zu dir kurz. Ach, hier kann man sich jetzt neue kaufen für 2 Gold. Ich könnte mir rein theoretisch sogar einen kaufen. Mit was denn? Einen Gefährten. Ja, nur einen Gefährten kaufen bringt mir gerade nichts. Ich will wissen, wie ich den irgendwie aufrüsten kann oder... Keine Ahnung, da bei mir hat er so 3 Inventarplätze. Hier bist du in dem Haus drin immer noch? Ja, ja, okay. Du auch. Ja, warte, ich bin gleich da. Jetzt bin ich hier. Hallo, Dagario. Ach, das ist der Typ da? Das bin ich. Ah. Achso, ja, hinter dir, hinter mir, ja, das ist mein Typ. Mein Typ, weißt du, ich bin der Toast, ich bin ein Typ. Wo gehe ich jetzt gerade hin? Zen-Markt. Hä, aber okay. Das ist doch auch wieder dieses komische Geld. Jetzt wieder. Achso. Oder nicht? Ja, ich will auch kein komisches Geld ausgeben. Ich auch nicht, deswegen, warum gucke ich mir das hier gerade an? Weiß nicht, weil die Quest das sagt. Ah, Händler, das... Man kann ihm aufhören, so rumzustören da hinten. Ja, wenn ihr kämpfen wollt, geht nach draußen, okay? Mann, Alter. So. Ohne Witz. Ah, du hast den normalen Hund, oder was? Ja. Ah, okay. Und ich hab den Waffennah. Kräfte erfahrener Kämpfer. Sag mal, was ist eigentlich der Scheißproblem? Meisterverteidiger und nicht in der Schlag. Alter, ohne Witz. Ah, ich kann meine Belohnung abholen. Sag mal, wenn die jetzt mal aufhören würden, so rumzustöhnen, Alter. Okay, also ich muss leider sagen, dass mein Gefährt echt besser ist als deiner. Warum? Naja, ich habe 3300 Trefferpunkte. Dein Hund hat halt nur 2008. Und Kraft, kritische Treffer und Rüstung hat deiner 10. Meiner hat 11 jeweils bei Verteidigung und Regeneration. Ich hab einen Hund und du nicht, okay? und das Geile ist, ich habe automatisch plus 25 Verteidigung, wenn der Gefährte aktiv ist. Ja, wie viel Geld hast du, Max? 1 Gold 51. Ich habe 2 Gold 34. Ich kann echt jetzt? Ich könnte mir noch einen Gefährten kaufen, so ist das hier, Alter. Ja, willst du erstmal deine Angriffsplätze vielleicht irgendwie skillen? Ja, wie geht das? Ja, genau, das ist das, was ich meine. Das ist vielleicht wichtiger. Also, 3 LSS. Und dann. Okay. Dann gibt's ja hier diese Runensteine brauchen wir halt dazu. Aber was für Runensteine braucht man da? Ich hab da schon einen reingesteckt bei meinem. Ja, aber wo hast du denn diese Runensteine her? Hab ich mal gedroppt. Ja, wo? Ja, die ganze Zeit, wir waren doch die ganze Zeit unterwegs. Ja, wie sehen die denn aus? Ja, so wie. So, es gibt verschiedene. Es gibt achteckige und es gibt runde und sechseckige. Ich habe gerade einen sechseckigen drin. Ich habe einmal so Lichtverzauberung beispielsweise. Das ist so, ich habe so gelbes und so ein rotes. Okay. Das ist halt, keine Ahnung, das ist halt eine Verzauberung einfach. Die kann ich auf meine Rüstung zum Beispiel machen, das habe ich gemacht. Okay. Aber jetzt fick dich. Ja, okay, erzähl weiter doch. Ja, ich kann auch bei dem Typen zum Beispiel, kann ich auch. Das, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, wenn du das öffnest das Gefährtenmenü. Bei mir steht halt rechts, also bei mir sieht das aus wie das Charaktermenü ein bisschen. Und ich kann dann halt rechts und links Angriffsplatz und Hüfte noch irgendwas hinmachen. Also wahrscheinlich irgendwie ein Schwert oder sowas und. Ja, ich auch. Ja, und was? Und wie? Bei Angriffsplatz klickst du da drauf und dann kannst du einen Runenstein auswählen. Kann ich nicht. Ja, ich schon. Ja, ich klick da drauf und da ist halt da nichts. Ja, ich habe aber schon sogar einen Runenstein auf meinem Hund drauf. Ja, schön. Ja, aber ich finde es nur irritierend, dass das bei dir nicht geht. Ja, ich klick da drauf auf den Angriffsplatz und da steht da, Runensteine werden von besiegten Gegnern fallen gelassen oder sind in Fertigkeitsknoten zu finden. Dann hast du vielleicht keinen. Ja, cool. Vielleicht hast du die vorhin alle verkauft? Nee, ich verkauf sowas eigentlich nicht. Ich habe dem jetzt einen Gürtel angezogen. Ah, das habe ich zum Beispiel nicht. Ja, so ein Hund mit Gürtel ist auch beschissen, oder? Ja, aber der kann ein Halsband tragen. Aber das habe ich, hab ich ebenfalls nicht. Ja, ich will dem jetzt... Und auf diese 3 offenen Angriffs-Verteidigungsplatz und so, da hast du auch schon was drauf, oder was? Ich habe nur einen Angriffsplatz und einen Hals. Warum habe ich sowas nicht? Ich habe einen Hund genommen und du nicht. Ja, ich konnte nichts anderes nehmen. Mann. Echt? Nein. Wie, du kannst nichts anderes nehmen? Hey, der hat bei mir gemeint, ja, willst du das haben? Da habe ich halt gesagt, ja. Aber da stand jetzt nicht, wollen sie einen Hund oder wollen sie, keine Ahnung was. Doch, da stand als oberstes, stand hier dieses Waffending und darunter stand Hund. Ach, laber nicht. Okay. Ich habe gehört, wir geben die Quest jetzt ab. Wo denn? Alter, wie die hier rumschreien, mein Gott, hör's mal. Es macht ab! Richtig unnötig. Richtig stressig.
Hey, siehst du den Typen eigentlich auch auf der Minimap? Ich bin ein ehrlicher Kind. Hallo? Was? Was hast du gemacht? Hab keinen Schluck getrunken. Ja, ich auch, okay. ob du meinen Gefährten auch auf der Minimap siehst? Ja. Okay. Ja, ich muss jetzt, wo musst du hin? Hey, ich muss nach da drinnen immer noch. Nee, ich nicht. Mit Zen-Händler sprechen. Ja, dann red das, mach das mal. Ja, hab ich doch gerade eben schon gemacht. Alter. Dann klick dich auf Gefährten durch. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Siegerstraße ist. Oh, jetzt kämpft nie wieder hier drin hier so rum. Ja, was ist das denn? Belohnung abholen. Okay, hast du es? Das ist so eine Truhe. Ach, das ist der Runenstein jetzt. Sag doch gleich, dass du den daher hast. Du blöder Wichser. Alter, ohne Spaß. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Was bist denn du eigentlich für ein Mongo, hä? Sorry. Alter. Jetzt. Nee, ganz ehrlich. Warum spiele ich eigentlich mit dir? Kannst du das mal erklären? Ey, sorry, wirklich, ich hatte schon Runenstein, aber mir ist aufgefallen, ich habe danach nochmal einen aus der Truhe bekommen. Dann ist mir auch erst gerade aufgefallen. Ja, komm, halt's Maul. So, ich werde jetzt erstmal skillen, ist mir egal. Ich gehe die Quest abgeben, Alter. So mein gut. Gott, hä. So ein Mongo. Hast du den Runenstein jetzt ausgerüstet? Ja. Hat's geklappt. Fick dich. Was für eine Quest machen wir jetzt nochmal? Jetzt warte, ich skill jetzt. Aspekt des Wolfs. Robustheit, also robuster wenn gehen, ne? 15 Fuß, weiß man nicht, wo das ist. Ey, ich kann jetzt auf sowas skillen, das macht, falls ihr euch im Umkreis von 10 Fuß eines Verbündeten befindet, erhaltet ihr und euer Verbündeter Kampfvorteil. Was auch immer Kampfvorteil bedeutet. Ja, du bist halt besser. Oder 5% Robustheit und 2% Robustheit für jeden Gegner innerhalb von 15 Fuß. Aber ich verstehe das nicht, wenn die Robustheit haben, sind die doch schwerer zu bekämpfen, oder nicht? Ja. Was macht das dann für einen Sinn? Du, Penis? Ey, wenn ich das wüsste. Hä, hey, das macht für mich gerade gar keinen Sinn irgendwie. Das macht halt auch gar keinen Sinn. Jedenfalls so, wie es mir gerade erklärt wurde. Ja, egal, ich mach das auf Rang 2 jetzt hier einfach mal. So, das ist alles klar. Jetzt, was? Prada die Weiße aufsuchen, ist das richtig? Nee, warte mal, ich war hier gerade hier oben, hab die Quest abgegeben und war jetzt gerade nochmal beten. Schon wieder? Ja, Viertelstunde schon rum. Hey, du bist jetzt auch bei Brada, oder was? Nee, wo bist du jetzt hin? Ja, ich bin gerade die wie verzaubernd, heißt meine Quest. Ach so, da gehe ich jetzt hin. Nee, ich habe gerade die andere erstmal abgegeben. Ja, welche andere denn? Und, hä? Welche andere denn? Die Pflege und Füttern, das, was wir gerade gemacht haben. Ah ja, stimmt, die habe ich auch noch offen. Ja, egal, wir können auch gerne erst das Verzaubern machen, wir müssen ja eh nur ins Gebäude rein wahrscheinlich. Oder Max geht erst die Quest, okay. Ja, wenn du erst dahin gehst, dann gehe ich auch erst dahin. Ja, dann geh die abgeben. Dann hallo! Dann bete noch eine Runde, okay? Ja? Leck mich. Mann, ey. Ich schwöre dir, wenn du nicht mit Cash zurückkommst. Die eine Quest von diesem Feldwebel gibt übel viel Punkte, gell? Also übel viel Erfahrung. Die hat 5 gebracht. Nice. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe, da ihr jetzt einen Gefährten halt habt, echt werdet ihr sicher auch schnell geraten. Halt echt 5 einfach, weißt du? Hättest du auch lassen können. Richtig unnötig, Alter. Vergesst nicht beten zu gehen, ja? STGI und so. Was? 1000 XP plus 25% Bonuserfahrung? Hä, hast du auch so einen dunkel-lilanen Balken in deiner Erfahrungsleiste? Ja. Was heißt das? Keine Ahnung.
Überraschen, lass uns überraschen. Ah, ich hab immer noch nicht ganz geskillt, ehrlich gesagt. Scheiße. Zuweisen, okay. Ich laufe so lange schon mal zu der Quest. Erstes Reittier anfordern. Was? Hat noch die Quest von vor 10 Jahren drin, ne? Hä? Alter. Oh Mann. Hey, hier steht. Ein Held von eurem Schlag benötigt ein Reittier. Macht euch sicher, bla bla. Schau euch das raus. Ich hab die Quest immer noch drin. Warum? Ich weiß nicht, was hier los ist gerade, ohne Witz. Ich bin einfach nur verwirrt. Einfach nur verwirrt. Geht gar nicht anders. Also, wenn du drei. Ich geh jetzt zum Bruder, dem Weißen. Brother. Nee, Bruder. Brother, die Weiße. Bruder, was geht, du Weißer, hey, ja. Bruder, dem Weißen, Brother, die Weiße ist euch. Okay, herzlich willkommen. Ihr seid doch bestimmt. Magie ist wie Feuer. Weiter. Durch das Veredeln und Aufwerten einer Verzauberung. Veredeln Sie die Verzauberung des Ringes, den Sie von Brother erhalten diese haben. Mächtige Macht. Okay, ja, okay. Und, kümmer's mal. So. Ring. Ring des Schützes. Ja. Was soll ich jetzt mit dem machen? Ring, den veredelst du jetzt. Der ist doch schon veredelt. Hä? Veredeln? Ich hab ihn veredelt. Der ist doch veredelt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ihn gerade veredelt. Ja, okay. Ich auch. Gewünschte Anzahl. Wie viel. Achso, da kannst du auswählen, wie viel von den Dingern du reinhaben willst. Ja, nur eins würde ich mal sagen. Ich hab zwei reingesteckt, voll unnötig. Ja, du bist halt ein Opfer. Ist halt echt so. Wer hat dir das erzählt? Ja, und jetzt habe ich den veredelt. Klasse, und jetzt? Ey, du kannst dein Gefährt noch upgraden. Ja, guck mal, 3LS. Weißt du schon? Ausbildung beginnen. Genau. So. Cool. Okay, nächste Quest. Welche ist die nächste? Ich finde die Quests gerade alle voll so zu viel irgendwie auf einmal. Jetzt weiß auch nicht. Bin behindert. Kann man eigentlich da drin das kaufen? Diese Sachen zum Veredeln? Warte mal, ich habe gerade immer noch diese Verzauberung aufwerten Quest. Warum hat das nicht geklappt? Ich habe jetzt turbulente Zeiten Quest. Oh, warte mal. Chill. Ich bin gerade. Oh, ich komme mit dem. Inventar. Bürger von Neverwinter. Was steht eigentlich da hinten rum? Okay. Hey, kann die Olle mir auch was verkaufen? Was ist das hier? Hey, hier machst du das. Dir liegt so ein Buch rum. Dagario Targaryen. Ja. Hier liegt so ein Buch rum, das musst du lesen. Hab ich gemacht. Ah, jetzt muss ich zu dem zurückkehren. Es gibt jetzt so viel zu sehen. Gut gemacht. Abgeschlossen, ich werde es abschließen. Ah, okay. Ach, was machen wir jetzt mit der Quest? Ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich die Quest nicht abgeschlossen habe. Aber okay, ich habe es gerade auch gemacht. Ja, bei mir ist jetzt dieses, wo wir ins andere Viertel müssen dran. Turbulente Zeiten. Okay, let's do this. Will ihr nicht? Doch, habe ich auch. Okay, dann let's go. Ja, Moment mal. Wir müssen. Ich kann nicht verlassen. Ah, jetzt. Ich stand einfach da. Ich muss jetzt mir was zu trinken einschenken. So. Wir müssen jetzt. Die Resistenz der Link Letters. Das ist jetzt neu. Boah. Das ist Guck dir mal den an. Der ist schon cool. Nee, der ist echt uncool. Vor allem das Schwert war awesome. Ja, yo. Ich will eine Rüstung für mein Pferd. Hab ich gerade beschlossen. Wo? Ich will eine Rüstung für mein Pferd. Wo? Wie, wo? Ich will eine Rüstung für mein Pferd. Ja, wo? Ja, keine Ahnung. Achso, ja gut, okay. Hä? Ja, ich dachte, du weißt wo vielleicht. Nein, keine Ahnung, Mann. Ja, Alter. Okay. Lass mal hier gucken. Ja, wo denn? Hier. Reittierhändler. Laden. Der hat eine Pferde. Wollen wir da keine Pferderüstung? Spaß. Richtiger, warum hat er keine Pferderüstung? Was soll denn der Scheiß? Aber ich finde, eine Pferderüstung bringt mir nichts, oder?